gebracht zur Kräftigung und Mobilisation deines Rumpfes und der Beine. Wie du siehst, es geht heute wieder auf dem Stuhl. Schau, dass du hier seitlich eine kleine Bewegungsfreiheit hast. Dann setze dich bequem auf den vorderen Teil deines Stuhls und es geht los. Stell die Füße auf. Guck mal, dass du sie hüftbreit hinstellst. Lass deine Hände auf den Beinen. Richte den Oberkörper auf und du beginnst mit dem Becken kleine Kreise zu zeichnen. Einmal mit dem Uhrzeigersinn und einmal dagegen. Spüre dein Becken auf der Unterlage. Lasse die Füße dabei stehen. Entspanne die Schultern und hebe den Kopf nach vorn an. Die letzten zwei Kreise. Wunderbar. Du kommst jetzt an die Seite von deinem Stuhl. Und zwar setzt du dich nur mit einer Gesäßhälfte direkt auf die Kante. Nimm die Hand, halt dich an der anderen Seite des Stuhles fest, sodass jetzt eine Gesäßhälfte frei in der Luft ist. Und du beginnst das Becken abzusenken und wieder anzuheben. Jawohl, das mobilisiert dein Becken, dein Kreuzdarmbeingelenk. Jetzt hältst du deine Hüften auf einer Höhe und schiebst das Knie vor und zurück. Und wieder in die Mittelposition, setz dich wieder auf deinen Stuhl, beginne hier noch einmal zwei Kreise im Uhrzeigersinn und einmal dagegen und dann rutschst du auf die andere Seite, auch hier mit einer Gesäßhälfte auf dem Stuhl und einer davor. Los geht's! Oder daneben, davor wäre komisch. Hebe und senke dein Becken. Halte dich gut an einer Seite fest, damit du nicht unterrutschst. Und dann bleibst du auf einer Höhe und es geht vor zurück. Hier zurück in die Mittelposition. Auf dem vorderen Teil deines Stuhls, da richtest du dich ein. Und dann nimmst du deine Arme und bringst die Hände auf die Schultern. Du hebst deine Ellenbogen an und bringst sie nach rechts und nach links. Jetzt geht es also etwas höher in den Brustkorb hinein. Du merkst das schon. Und der Rumpf bewegt sich mit. Nach rechts und links. Du spannst jetzt dabei den Bauch fest an und achtest darauf, dass die Knie sich nicht verschieben. Die bleiben schön auf einer Linie und der Blick, der kann dem Ellenbogen folgen. Lass den Atem fließen. Jawohl, komm noch zweimal in jede Richtung. Du wringst dir deinen Bauch so richtig schön aus wie ein nasses Handtuch. Spür nochmal rein. Und jetzt bist du in der Mitte angekommen. Du setzt dich leicht zurück und senkst die Ellenbogen rechts zur Hüfte, hebst sie wieder an, senkst zur anderen Seite. Du könntest ausatmend senken, zurücksetzen, einatmend in die Mitte. Und nochmal an den Bauch denken. Schieb ihn mit nach innen, wenn du dich zurücksetzt. Jawohl. Lass die Füße schön stehen. Und auch hier möchtest du noch zweimal an jede Seite. Ausatmet hinten.
Und du bist wieder vorne angekommen. Lässt die Arme locker an die Seite. Nimm den Schwung mit auf. Spür nochmal deine Füße fest auf dem Boden. Und es geht jetzt ganz leicht nach vorn oben. Du möchtest ganz kurz vom Stuhl aufstehen. Nimm die Arme mit, vielleicht auf Höhe der Schulter. Und lass den Rücken dabei ganz gerade. Beide Füße stehen fest auf dem Boden. Wunderbar. Spürst du schon deine Oberschenkel? Dann zieh noch einmal den Bauch mit ein. Bleibe schön gerade. Und jetzt bleibst du hier vorm Stehen und bewegst deine Arme ganz klein und schnell hoch, tief, Schultern runter, Kopf nach oben, Bauch nach innen, Fersen fest auf den Boden. Schau einmal, die Knie und die Fußspitzen bilden eine Linie. Atme, noch 4, 3, 2, 1 und zurücksetzen, locker. Roll dich einmal von über deine Beine ab. Tief in den Rücken einatmen. Und in der Ausatmung rollst du wieder auf. Setz dich wieder aufrecht. Stell deine Füße fest auf den Boden in der zweiten Runde. Schwungvoll. Und du nimmst wieder das Gewicht von deinem Stuhl mit nach oben. Ja, du merkst vielleicht auch schon ein bisschen deine Oberschenkel. Das machst du super. Komm, bleib dran. Jetzt bleibst du stehen. Halte. Kleine, schnelle Schritte. Laufen, 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 laufen. Schön gerade bleiben, weiter atmen. Und zurücksetzen. Erst gucken, dass der Stuhl da ist. Und jetzt stützt du dich einfach mal auf deinen Oberschenkel ab. Vielleicht kennst du diese Ausgangshaltung als Kutscherhaltung. Da kannst du gut abgestützt in deinen Brustkorb hineinatmen. Das hast du super gemacht. Es geht jetzt weiter in den Stand. Und zwar komm an eine Seite von deinem Stuhl. Deine Lehne, da darfst du dich dran abstützen. Stell deine Füße nebeneinander, richte dich gut auf. Guck, dass du ein bisschen Freiheit nach vorne und hinten hast und dass du mit dem Fuß vielleicht irgendwo hängen bleibst. Okay. Du bringst den Fuß nach vorn, nach hinten. Teste schon mal den Bewegungsspielraum aus. Spüre dein Standbein, das, was am Stuhl steht, das ist dein Standbein. Und das übernimmt jetzt das Gewicht, denn jetzt schwingst du. Zieh den Fuß ein Stück hoch und schwinge dein Bein. Und jetzt kommt es hier wieder auf die Bauchdecke an. Der Bauch hält fest und du ziehst vorne das Knie und hinten die Ferse hoch. Und den Oberkörper willst du aufrecht lassen, der bewegt sich nicht mit. Wunderbar. Jawohl, schön locker aus der Hüfte. Und jetzt fängst du dir von deinem Bein, halte unterhalb deines Knies fest und zieh dir dein Bein noch ein Stück ran. Und jetzt vom Standbein her nochmal fest in den Boden schieben, wachsen, lang machen. Und noch eins höher. Und dann lass wieder los. Schwing wieder. Und konzentriere dich auf die Bewegung nach hinten. Denn jetzt ist die Ferse Richtung Po und jetzt halt fest. Das kann deine Fußspitze sein, das kann die Hose sein, die Socke, das, wo du rankommst. Das Knie schaut nach unten, der Bauch spannt nochmal an. Spürst du die Dehnung im Oberschenkel, Hüftbereich? Halte noch einen Augenblick. Stell dich nochmal vom Standbein her weg, mach dich groß. Und dann locker ausschütteln. Gut gemacht. Einmal kurz durchbewegen. Es geht jetzt noch in die Seite. Es geht los. Spreiz dein
Spielbein oder dein Übungsbein zur Seite ab. Versuch nur im Notfall dich hier festzuhalten. Vielleicht kannst du ja auch ohne Lehne stehen. Jawohl, gib deinen haltenden Muskeln noch ein wenig mehr Arbeit. Und bring gleichzeitig den Arm zur Hosennaht. Jetzt geht's mehr auch in die ganz seitlichen Muskeln, seitliche Rumpfmuskeln, Oberschenkel außen. Spürst du es schon? Prima. Komm, noch zwei schaffst du. Und jetzt darfst du dich hier wieder festhalten. Du setzt dein Bein hinter dein Standbein auf. Ziehst den Arm weit über den Rumpf. Stell dir vor, du schreibst ein C in deine Wirbelsäule. Und du schiebst die Hand nach oben zur Decke. Und du darfst da hinterher schauen. Du spannst nochmal den Bauch an. Schön in die Seite hinein. Atmen. Noch einen tiefen Atemzug. Und du kommst wieder locker an die Seite. Schüttel nochmal alles aus. Setz dich noch einmal zurück auf deinen Stuhl. Die zweite Runde für deine Oberschenkel. Du sitzt also wieder relativ weit vorn. Die Füße nebeneinander, fest auf dem Boden. Nimm den Schwung mit den Armen mit. Und jetzt löse das Gesäß. Und ausatmend könntest du heben. Die Füße fest in den Boden schieben. Denk nochmal an die Fersen und die Linie der Knie. Denn jetzt bleibst du stehen. Halte. Und jetzt geht's nochmal los. Laufen und die Arme mitnehmen. Kleine, schnelle. Laufen, 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 laufen. Atmen. 4, 3, 2, 1 und gut gemacht. Komm, wir wechseln die Seite. Du stellst dich auf die andere Seite, hast hier wieder die Lehne als Unterstützung dabei und du guckst auch hier nach dem Spielraum, den du nach vorn und hinten brauchst. Und dann ist es dein Standbein, was du fest in den Boden schiebst. Und es geht los. Schwinge. Locker aus der Hüfte. Denk nochmal an deinen Bauch. Spann ihn nach innen an. Halte den Oberkörper gerade. Und du ziehst von das Knie und hinten die Ferse hoch. Komm noch zweimal. Und dann halte vorn fest. Zieh das Knie an den Rumpf. Stelle das Standbein nach unten in den Boden und du richtest dich nochmal richtig lang nach oben auf. Komm noch eins höher und lass wieder locker. Schwung voll. Betone die Bewegung nach hinten. Da zieht der Bauch jetzt nochmal nach und du hältst die Ferse hinten. Das Knie guckt nach unten. Das Standbein stemmt in den Boden. Du ziehst dich nochmal schön lang. Spürst du den Oberschenkel? Vorn. Jawohl. Den Hüftbereich. Alles richtig. Halten. Noch einen Augenblick. In dieser Dehnung verweilen. Und dann lass wieder locker. Schüttel einmal aus. Und dann geht es in die Seite. Und los geht's, seitlich abspreizen. Schau mal, dass du vielleicht die Unterstützung hier nicht brauchst. Kannst auch beide Arme mit zur Seite nehmen. Jawohl. Und jetzt kommt die Hand zur Hosennaht. Jetzt sind wieder die seitlichen Rumpfmuskeln dran, merkst du es schon? Jawohl, der Hüftbereich, der ist auch wieder mit dabei. Und nochmal den Bauch nach innen. Wenn du nicht mehr aktiv stehen kannst, dann nimm die Unterstützung ruhig, aber wer es schafft, der steht frei und hat den Stuhl nur zur Not. Und die letzte, schieb und zurück. Dein Spiel.
Übungsbein steht hinter dem Standbein. Und jetzt zieh das Zeh, schreib das Zeh in deine Wirbelsäule. Hebe den Kopf. Und aus der Schulter noch ein bisschen rausziehen. Der Bauch ist aktiv innen. Und du spürst die Weite im Brustraum. Hier, wo die Rippen sich befinden, die ganze Flanke. Du kannst dich auch festhalten, wenn du merkst, du wirst wackelig. Dann genießt du die Dehnung noch für 2 Atemzüge. Und finden es langsam wieder zur Mitte zurück. Prima, das hast du gut gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Stunde mit dir. Und bis dahin, bleib schön gesund. Tschüss.